Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir müssen ja immer noch den Druiden Eldric finden. Der hat nämlich... Der hat nämlich eine Kristallscherbe, die wir natürlich benötigen für den Inquisitor Mendotha. Ach, guck mal, da ist Rufo. Er ist gechillt, ne? Ganz entspannt. Wir haben gefunden, wo er ist. Zumindest vermuten wir das da hinten in dieser Ruine, die man hier schon sieht. Das ist aber eine Barriere, da kommen wir nicht so durch. Auch das Schwein ist auch ganz gechillt. Läuft hier... Na gut, dann muss ich das Schwein jetzt töten. Es geht doch. Ja. Alles schon gut, ich bin schon fertig, ne? Du brauchst keinen Stress. Und da muss uns dann der gute Cyrus, der hier hinter uns herwarschelt, helfen, weil wir kommen da leider nicht durch. Wir haben keine Ahnung von Magie. Und ja. Deswegen blöd. Ne? Aber der Cyrus wird uns da bestimmt helfen können. Ich hoffe es doch sehr. Mich würde mal interessieren, wenn ich, zur Drachenfestung am Anfang gegangen wäre, wäre es bestimmt einfacher gewesen. Ein magisches Kraftfeld. Ach so. Das wissen wir doch schon, du Pappnase, du. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Ja, mach doch. Egal, ey. Verlass du wieder die Gruppe, verpiss dich. Lass mich da alle einfach alleine. Wow. Ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht auch versucht hätte. Ach so, jetzt, ja, kann ich nicht. Das ist schon, also... Oh. Mann, du. Naja, wir hauen uns erstmal ein bisschen Fleisch rein. Der braucht bestimmt irgendwas dazu. Irgendwas, was ich jetzt nicht habe. 100 pro. Nun ja, das ist eine magische Barriere. Echt? Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Was? Warum? Mama, mach's doch selber. Mein... Kannst du das selber machen? Ich meine, der hat doch die Schrift drin, dann mach's doch auf, meine Güte, ey. Öffne dich, magisches Barrierenfeld, Dingsbums. So. Ich vermute zumindest genau diesen Zauberspruch muss man dafür benutzen. Okay, speichert Otto. Was zur Hölle bist denn du? Ein Erdmännchen. Aua, aua, aua. Okay, die Schein. Ich weiß noch nicht, ob die stark sind. Ich glaube gar nicht mal so krass, ne? Ja, wobei doch ein bisschen. Ja, genau so. Aber ich muss erstmal ein bisschen magische Heilung und ich würde fast noch eine nehmen wollen, aber ich glaube, ich verzichte mal eben drauf. Jetzt haben wir immer so eine Kacke. Ist alles gut, ey. Lecker Erdmenschenfleisch. Schmacko fatzig. So, okay, ich würde sagen, wir, ja, keine Ahnung, wir gehen einfach mal hier lang. Es geht los. Genau, es geht los. Alter, die machen alle so viel Schaden, ey. Dagegen, weißt du? So ist das richtig. Okay, die sind aber gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also dafür, dass die... Hallo? Dass die so viele Erfahrungspunkte geben, finde ich die gar nicht mal so schwer. Muss ich jetzt sagen. Mag jetzt auch in Cyrus irgendwie liegen, aber ich weiß nicht. Wo geht's denn hier hin? Ah, wir machen uns einfach. Ne? Wir gehen einfach mal runter. Was hier? Komme ich nicht weiter. Schade. Gut, Cyrus zurück. Kannst du auch so toll springen wie ich? Jawohl. Cyrus hat's drauf. Cyrus ist jetzt mein neuer Freund. Vergesst doch Rupert. Ne? Die alte Cyrus-Presse ist es. Der hat's drauf. So, hier ist ein bisschen... Was ist denn da? Hallo? Nix. Einfach nur ein Riss. Okay. Es geht los. Jawohl, es geht los. Los, Cyrus. Hau ihm die Fresse. Grün. Der Größte. Ja, du bist der Größte.
Ich habe schon immer gesagt, Cyrus ist der Größte. Eine schwere Truhe, die nicht gesichert ist, natürlich. Oh, eine Karte. Noch ein bisschen Heilung, Nautilus. Ein Echsenschwert. Alter, 90, da ist das andere aber besser, da brauche ich weniger für. Naja, egal. Ein paar Sachen gefunden. Eine Karte ist doch schön. Verzeihung. Oder ihr habt es nicht gehört? Ich weiß noch nicht, ob ich es hier gelöscht habe. Ich würde einfach sagen, ich glaube nicht. Warum? 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 Kann ich mich nicht normal bewegen, wenn ich eine Karte habe? Das ist, finde ich, irgendwie blöd. So, ich hoffe, der Eldrick ist hier. Vielleicht wird er von den Echsenmenschen gefangen gehalten. Jo, Bro. Alter. Zauber ihn die Fresse blau. Was? Alter Schwede, ey. Zack, zack, war ich tot, ne? Die machen doch ganz schön viel Schaden. Finde ich nicht in Ordnung. So, hier habe ich ja gespeichert. Das bedeutet, ja, aber was bedeutet das für mich? Im Grunde bedeutet das erstmal Bogen rausholen. Alter, der Bogen, der ist echt super. Ja. Der Bogen ist echt mega geil, ey. Macht der eigentlich unterschiedlich Schaden, wenn man voll durchzieht, oder? Eher nicht. Treffe ich dich? Oh, es tut mir leid, Cyrus. Ich will dich eigentlich gar nicht treffen. Aber ich glaube, mit dem Bogen kann ich hier echt ein bisschen mehr gerade anfangen. Als mit dem Schwert. Weil, wenn einer hier im Nahkampf campt, die ein bisschen ab... campt vor allem. Im Nahkampf campen, natürlich. Einer lenkt sie ab, ne? Kämpft halt im Nahkampf und der andere... Boah, habt ihr gesehen? Boah, ey, krasser Scheiß. So. Ja, so ist es gut. Ja, eben. Meine Rede. Ein Echsenschwert, sind die alle so? Kann ich den Pfeil hier auch wieder mitnehmen? Ich möchte die Pfeile, ne, kann ich nicht, schade. Wie viele Echsenschwerter habe ich? Ach so, guck mal. Super. Kann bestimmt für einen schmalen Groschen verkaufen. Dann nehme ich mal einfach alle mit. Ich muss mir sowieso, glaube ich, angewöhnen, mal mehr mitzunehmen, weil, wie gesagt, verkaufen kann ich den ganzen Schund natürlich. Und ich brauche ihn halt nicht. Ich vermute, ich werde niemals ein Echsenschwert benutzen. Cyrus, du bist gleich dran. Den kriegen wir. Natürlich doch. Cyrus? Sehr gut. Oh, ich hab daneben geschossen. Verdammt. Jawohl, Cyrus. Super. Wir sind echt Dreamteam hier, aber du müsstest dir mal ein bisschen ruhiger halten. Ich schieß die ganze Zeit daneben, sag mal. Cyrus, was ist da los mit dir? Schlammst ganz schön rum. Jetzt ist aber gut. Na, geht doch, geht doch. So, nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. So funktioniert das, finde ich, ganz gut. Deswegen, ich glaube, ich werde auch bei dieser Taktik bleiben. Ein bisschen mehr. Aber wir gucken uns natürlich um, ne? Ist klar. Hier ist so eine Steintruhe, eine schwere Truhe. Ist ja fast das gleiche. Ring, maximale Lebensenergie, Lichtzauber, ein bisschen Gold, das finde ich schön. Gold ist immer eine feine Sache, davon haben wir eh viel zu wenig. Okay, speichern. Ey, ich bei jedem Scheiß am besten speichern, ne? So, hier haben wir ein bisschen Obsidian. Dreimal draufklopfen und dann fallen 5 Blocken runter. Ein kleiner Antimagie-Kristall. Nett. Oh, da ist noch einer. Ich würde mal sagen. Ich muss halt auch gucken mit den Pfeilen. Ich muss mir unbedingt Pfeile kaufen oder vielleicht kann man die auch selbst herstellen. Ich weiß das nicht. Den kriegen wir. Na sicher doch. Also. Guck mal. Oh, der ist aber schön gestorben. Das ist ja hübsch. Also, das ist schon. Außerordentlich hübsch. So, was machen wir denn hier? Hm? Für ein total tolles Geheim-Special? Nein. Dann können wir wieder runter. Hui. Alter, wie viel Schaden das gemacht hat. Nicht dein Ernst, da.
So, von da sind wir gekommen. Das merkt man vielleicht daran, dass da dezent viele Leichen liegen. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Noch eine schwere Truhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Das Schloss ist aber zu schwierig für ihn, natürlich. Die einzige, die abgeschlossen ist. Ich habe leider auch nichts, um das zu öffnen. Schade eigentlich. Aber hier ist ein Ring. Kann man daran ziehen? Nein. Wo ist denn Cyrus? Oh nein, ich glaube, der ist da oben. Cyrus. Deine Füße. Cyrus, was ist mit deinen Füßen passiert? Deine Füße sind weg. Cyrus hat seine Füße verloren. Das ist jetzt blöd. Ach, guck mal hier. Hier gibt's eine... Ach so. Da geht's noch weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob der mir einfach hinterherkommt. Kann ich ihn da irgendwie runterschieben? Cyrus, warum? Warte mal. Warte hier. Warte hier. Mache ich. Komm mit. Komm mit. Ist in Ordnung. Komm. Nein, geht doch. Ach, Cyrus, du bist mir schon einer, du. Fein. So, ich würde sagen, wir machen mal kurz hier die Winde hoch. Ich will natürlich wissen, was hier noch weiter drin ist, ne? Ist klar. Versteht sich von selbst. Noch mehr Echsenmenschen. Alles klar, Cyrus. Bist du bereit? Okay, ich auch nicht, aber wir schaffen es. Alter, der Bogen, der ist echt super. Ich muss sagen, ich liebe diesen Bogen. Das kann ich durchaus so sagen. Außer wenn ich daneben schieße, dann mag ich den Bogen nicht so sehr. Bin der Größte. Natürlich. Wenn nicht du, wer bitte dann? Wir werden uns mal noch ein bisschen weiter vorwagen. Hier ist doch bestimmt eine Geheimtür, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber doch. Man weiß es nicht. Wir nehmen uns das mit. Das sieht echt aus wie eine Geheimtür. Naja. Mehr. Was? Nein. Na. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas. Hier zum Beispiel. Das ist so ein Ring. Guck mal, hier kann ich mich dran ziehen. Ja. Okay, hier nicht, aber dann vielleicht dafür hier unten. Da ist so ein komischer Echsenmensch. Dann wollen wir den mal kurz... Ich muss... Oh, ein Priester. Ein Echsenpriester. Leck mich am Arsch, du. Oh. Boah, der schmeißt mit Feuer, ist der blöd. Kann ich einfach das Feuer durch die Gegend schmeißen? Sag mal, hackt's bei dir oder was? Einmal, hallo? Ich muss, bevor er wirft, muss ich ihn treffen. Sonst ist das doof. Jetzt kommt man in den Nahkampf. Alter Arschkrampe, na. Ja, jetzt. Jetzt brauchst du auch nicht mehr angreifen, jetzt bin ich tot. Cyrus, also. Weißt du. Okay, ich habe so das Gefühl, vor seinem Feuer muss man sich in Acht nehmen. Na gut. Da haben wir noch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe mir nur das eine Ding mitgenommen. Da werde ich nochmal an den Ring ziehen. Und dann werden wir den jetzt aber mal ordentlich eins auf der Mütze geben. Habe ich das genommen? Ja. Ich bin am Überlegen. Ich könnte. Einfach schnell hinrennen. Ach, jetzt ist er da hinten. Es geht an. Cyrus, wo bist du? Cyrus! Jawohl, jawohl. Guck mal, wie ich ihn ablenke für dich. Komm, Cyrus, mach weiter. Cyrus? Cyrus! Super! Läuft Cyrus, also... Ha, dir muss ich wirklich nicht sagen. Oh, cool! Teleportstein, Nordosttempeln, Amulett, Feuer und Klingen, das ist nice. Muss ich mal gleich gucken, was ich für eins habe. Ein bisschen Heilung, Fleisch, Zähne, oder ein Zahn zumindest. Eine Fackel, hier ist eine Truhe. Wollen wir doch mal gucken.
was da drin ist. Einen Witz erzählen. Magischer Schutz. Nicht schlecht. Bringt mir jetzt bei besonders schweren Kämpfen jetzt auch nicht viel, aber immerhin ein bisschen. So, dann machen wir... Ach, ich glaube, das ist ja... Eldrick. Warum kann ich da nochmal Barrieren öffnen? Endlich! Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ah, dein Retter. Würde ich mal behaupten. Ich bin ein Schiffsbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest. Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte, ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Boah, jetzt sind wir aber zugeschissen mit Amuletten hier. Leck mich am Arsch. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Na 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 na, Eldrick mag mich lieber. Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldrick will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Nein. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Naja, mach mal. So, Eldrick. Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden. Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Was weißt du über die Echsenmenschen? Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß? Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. So, alles klar. Eigentlich sollen wir zu seiner Hütte, aber ehrlich gesagt, was ist das denn hier? Ein steinerner Thron. Bleib hinter mir. Ich bin ehrlich und ich möchte da hinten gehen. Also da hinten, ich möchte da hinten gehen, ja. Ich möchte da hinten weitergehen, weil da gibt's nämlich noch... Okay, du gehst da lang. Der war... Ah, guck mal, er wartet auf mich. Hat einen einfachen Grund, da ist eine Barriere. Oder ist das überhaupt eine Barriere? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ach nee. Lol. Das ist Lava. Guck mal, da ist noch so ein... Da ist noch so ein Typ. Ist hier eine Falle? Ah, oh, hier sind noch mehr von dem Typ. Psst. Ich gehe. Ich dachte, es sah vom Weiten alles aus wie eine Barriere. Na gut. Dann gehen wir zurück zu Eldricks Hütte und dann wird er uns hoffentlich helfen, die zweite Kristallscherbe zu reparieren. Da können wir auch ein paar Quests wieder abgeben. Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge von Risen. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.